Ja, die Pfingstferien stehen vor der Tür und wir haben mal ganz schnell zum Telefon gegriffen und mit einer Überraschungsaktion nachgefragt, was man uns an Pfingsten vor allem für Familien zu unternehmen kann. Als erstes testen wir mal die Pressestelle vom Freizeitpark Tripsdrill. Am Telefon haben wir jetzt Carolina Manitz, die uns sicher sagen kann, weshalb es sich lohnt, in den Pfingstferien einen Abstecher nach Tripsdrill zu machen. Ja, bei uns gibt es jeden Geschmack und jedes Alter allerhand zu erleben. Wir haben über 100 Attraktionen, wo garantiert jeder was findet. Von der großen Holzachterbahn über das Waschzuber-Rafting, wo es ein bisschen, ja, feucht-fröhlich zugeht, bis hin zum, ja, ruhigeren Sachen, wo man in der Suppenschüssel oder in der Kaffeetasse durch die Gegend kreiseln kann. Und ja, das bereitet eigentlich jedem Spaß und gerade in den Ferien, wenn das Wetter passt, ist es der ideale Ort zum Herkommen. Und für die Tierfreunde haben wir auch noch ein Wildparadies nebendran, wo Fütterungsrunden angeboten werden, öffentliche und Flugvorführungen. Nun weiß ich natürlich, dass am 26. Juni 2011 nicht nur meine verstorbene Ma ihren Geburtstag feiern würde, sondern es auch bei euch etwas Besonderes gibt. Die Redaktion flüstert mir gerade etwas ins Ohr, nämlich irgendwas von einem Holzfällerfest und einem Guinness-Buch-Rekord. Magst du mir etwas Näheres dazu erzählen? Am 26. Juni findet in Tripsdrill das Holzfällerfest statt, zum 10. Mal in diesem Jahr. Das ist ein kleines Jubiläum, deshalb ist auch der Eintritt frei in diesem Jahr. Es werden ja historische Holzarbeiten gezeigt an so ja wirklich antiken Maschinen zum Teil. Und wir haben einen Weltrekordversuch dabei, die längste Oldtimer-Schlepperschlange der Welt. Das ist angemeldet bei Guinness und wir brauchen jede Unterstützung, jeden Schlepper, den wir kriegen können. Also auf nach Tripsdrill. Ja, und bevor ich wieder weitere Musik für Sie spiele, bin ich sogar ganz arg freundlich und sage Ihnen noch, wo Sie weitere Informationen zum Thema Tripsdrill erhalten können. Dazu gehen Sie einfach ins Internet auf die Internetseite www.tripsdrill.de. So, aber jetzt machen wir wieder das, was am Radio am besten kommt, nämlich Musik.